Hallo, herzlich willkommen Leute, hier ist Maschimash Games TV und wir spielen mal weiter. The Witcher 3, Blood and Wine, meine Fresse, guckt euch das mal an. Auch diese Musik, oh Baby. Irgendwie, ich kann ja nicht mal reden, ich muss es zuhören. Oh, Meisterwerk, ich liebe euch Polen, weil ich auch selber ein Pole bin. Ja, okay, gut. Lass mal die sentimentale Sache mal raus. Kampf lernen. Ich muss mich beeilen. Oh shit. Wo denn? Das wird der Geralt. Aber was könnte denn sein? Corvo Bianco Weingut. Verdammt. Der Mörder muss noch hier sein. What the? Ach du Scheiße. Es muss im Keller sein. Aber. Es ist auf jeden Fall heftig hier, also. Kann ich was finden? Der Angreifer hat den Wagen mühelos umgeworfen. Okay. Finden wir noch welche wichtige Aspekte? Die Kehle wurde aufgerissen von einem etwa menschengroßen Gebiss, abgesehen von der Länge der Eckzähne. Finden wir was vielleicht? Gebrochene Rippen, Blutungen aus den Ohren. Muss ein ordentlicher Hieb gewesen sein. Massakriert. Es war ein Vampir, aber keine Ekima. Und auch kein Flatterer. Es muss eine Bruxa gewesen sein. Oh shit. Bruxa. Okay, wirksam. Mondstaub. Habe ich überhaupt Mundstaub? Na gut, okay. Ich will das Spiel speichern, weil ich habe das so lange gesucht und wenn ich mal verkacken würde, wäre halt nicht so schön. Okay. So, dann mal los. Sagt er gar nichts. Na gut, okay. Von kleinen bloßen Füßen. Sie führen tiefer in den Keller. Boah, die hat ja gefallen. Hat sich das Genick gebrochen. Mit Gewalt gegen die Wand geschleudert. Hat sie die echt alle erledigt? Mann, Mann, Mann. Man muss sehr stark sein, um sowas einzuschlagen. Oh Mann, ich hab jetzt schon keinen Bock. Man muss sehr stark sein, um sowas einzuschlagen. Damit wurde das Gitter eingeschlagen. Dann los geht's. Oh. Du, dich habe ich in der Taverne gesehen. Ich weiß, was du bist. Aber warum hast du die Leute umgebracht? Wegen ihres Blutes jedenfalls nicht. Oh man. Wir müssen nicht kämpfen. Du irrst dich. Ich
Ich kann mich nicht gehen lassen. Oh shit. Oh shit. Dammit. Das ist nicht gut. Oh ja, toll. Das wird Shitkampf. Moment, Alter. Erden. Oh, la 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 la. Quinn. Oh ja. Hat dich erwischt, du. Oh. Oh shit. Damn, ich sehe sie gar nicht, ey. Alter. Oh shit. Schwarzes Blut. Alter. Mann. Huh.
Oh, jawohl. Oh, verdammt nochmal. Sie hat die Leute getötet, um zum Leichnam zu gelangen. Aber was hat sie am Tisch gemacht? Na gut, also Mondstaub, ja gut, umsonst gesucht. Weil eigentlich schafft man das so. Auch auf Todesmarsch. Na gut, aber wenigstens haben das jetzt. Können wir mal gucken. So, was können wir jetzt hier untersuchen? Da. Oder? Das stinkt. Wasserleiche. Beide Hände amputiert. Körper gevierteilt, wie ich es mir dachte. Eine dritte Hand. Ersatzteil. Sie gehört eindeutig nicht zum Opfer. Die Wachen müssen sie mit eingesammelt haben. Noch warm. Wie kann das sein? Fließt das Blut noch? Es gibt diverse Monsterspezies, die sich regenerieren können, aber von abgetrennten Gliedmaßen habe ich das noch nicht gehört. Ich weiß, dass sie nach so langer Zeit noch so lebendig sein können. Ich sollte das Gewebe später genauer untersuchen. Vielleicht verrät es mir was. Na gut, Oberkörper. Die Leiche ist nach dem Tod zerteilt worden. Die Hiebe wurden mit großer Kraft ausgeführt, aber die Knochen wurden zerschnitten, nicht zerschlagen. Die Kreatur, die ihn getötet hat, muss lange Klauen haben, scharf wie Hexerklingen. Zuerst hat sie dem Opfer ins Herz gestoßen. Das war keine Vruxa. Die Leiche lag einige Zeit im Wasser. Der Kopf ist aufgedunsen und wurde angeknabbert. Er hat was im Hals. Eine Börse, voll mit Münzen. Nilfgaardische Florin, aus verschiedenen Provinzen. Wenn das der Mörder war, haben wir es mit einem vernunftbegabten Wesen zu tun. Also, der Mörder war ein Monster, aber keine Bruxa. Warum ist die Bruxa dann hergekommen und wollte die abgetrennte Hand holen? Wem gehört die Hand? Und warum zur Hölle ist sie noch warm? Was sollte die Börse im Hals des Opfers? Was bedeutet sie? Und warum wurde die Leiche zerteilt? Boah, so viele Fragen. Bis jetzt keine Antworten. Ich muss mich über die anderen Opfer informieren. Palmarin soll mich zur Herzogin bringen. Okay, Leute. Also jetzt merke ich langsam, es wird spannend. Aber nichtsdestotrotz muss ich jetzt die Folge beenden, weil bei mir steht schon 40 Minuten und ich muss die auf jeden Fall viel kürzen. Nichtsdestotrotz, danke sehr, dass ihr angeschaut habt. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal bei The Witcher 3. Blood and Wine, mach's gut, haut rein. Booyah.